Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf Bergmann. Zusammen mit Lukas, wie immer. wieso will ich jetzt noch rückwärts fahren? So, park mal den da. Oh, wieder so laut. Mein Gott, diese Buddha-Maschinen sind so laut. Sind das denn keine Elektromaschinen? Ja, irgendwie eigentlich schon, aber. Die brauchen sie auch keinen Strom. Keine Ahnung. Das sind so verdammt laut. Das macht mir ein bisschen zu unsicher gerade. Ich wollte so ein verrückter Kerl gerade reinfahren. Was ist? Was wollen Sie? Hä? Was wollen Sie hier? Hallo? Können Sie auch reden? Nö. Ah, ich merk's. Und jetzt? Was machst du jetzt? Ah ja. Ich verstehe. Jetzt stehen wir da rum. Wir sehen eigentlich die Felder aus. Ist das Stufe 2 oder 3? Zum Hochhören. Ne, warte mal. Ah, oh, ich kenne das immer noch bis heute. Es ist noch Wachstumsstufe 1 und 2, oder? Keine Ahnung. Also die 2 ist auf der 2. Ja, okay, dann ist es 1 und 4 auf 1. Ganz einfach. Bevor du da jetzt blöd rumsitzt, komm mal wieder her. Jetzt stell dich mal an dieses Fass da dran. Steig da mal ein. In das Fass da einsteigen. Und dann befüllen wir die Buddha-Maschine. Ah, aber nein. Ah ja. Immer schön ins Fass reinfahren. Also im 17er war das schöner. Warum? Weil da die Milch direkt in die Buddha-Maschine gegangen ist. What? Was war's? Wie geht's dir jetzt nicht direkt rein, oder was? Ja, halt, ich meine nicht gleich von den Kühen rein. Hier muss man es noch umfüllen, 100 Mal. Man könnte die Dinger auch oben hinstellen mit einer Fasswagen-Nerfer. Aber im 17er war es eine große Produktion. Bist du mit dem Ding zum vom Kuhstall da hingefahren. Und dann wurden da ein paar Fässer hingestellt. Das ist halt ein bisschen mehr Arbeit. Du kannst halt frei entscheiden, wo du die Buddha-Maschine hinstellst. Das ist so. So, da stehen noch zwei Fässer und da stehen noch drei Fässer. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob es lohnt, eine große ITU an der Fass hier reinzustellen. Aber passt das überhaupt hier rein? Dann kriegt das gar nicht rein, sonst ist das gar nicht mehr raus. Dann. Jetzt hast. Oh Mann. Wir sind 6 Meter circa. So, fertig. Was ist denn das Ding da hinten? Wir hätten das eigentlich hingestellt hier.
Ja, das ist auch zu lang. So. Weißt du, was ich jetzt mache? Du hast ja nichts zu tun, oder? Doch. Und das wäre? Weiß ich noch nicht. Könnte schon mal ein bisschen Dünger herstellen. Weißt du, sonst kriegt die eigentlich jeder hin. Saatgut wollte ich dir jetzt traurig, das ist nicht so ganz dünn. Ich muss hier mal ein bisschen Ordnung am Hof machen. Nachdem mir die ganzen Sachen wieder runtergefallen sind. So, was steht denn da jetzt alles rum? Bin jetzt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich war eben an der Ölmühle. An der Ölbrühe. Knopf gedrückt, ja. Dann habe ich den Telelader gesehen. Den Knopf gedrückt. Fett. Dann habe ich den Knopf gedrückt. Wie will von. Was? Oh, ich komme hier nicht raus! Bist du? Du auch? Boah, da kam Puls von. Was? Weißt schon, wo die Düngerproduktion steht, oder? Nö. Heu haben wir noch jetzt. Also. Also, das Ding da in der Regal versteckt. Hilfe! Ah, jetzt. Ey, das ist gerade so wie schnell. Hallo. Ich würde gleich mit der Schaufel da einen an den Kopf gehen. Jetzt. Ey, Junge. Ja, was du gleich. Ich hab gleich klatscht, aber kein Beifall. Nee. Steht denn da eigentlich alles rum? Na, die krieg ich so. Da ist irgendwie was drauf, war ja. Na komm. Hallo? Hat da so einen Haken? Also hängt das Ding da jetzt dran? Nein! Jetzt. Also du weißt, wo der Kram steht, du weißt, wo die Dingerproduktion steht. Ich guck an die grad, Arbeit. Jetzt, leck mich mal. Nee, danke. Ist er dein? Ey. Ich will mal was probieren, jetzt warte mal kurz. Hast du grad... Nö.
Oh nein. Scheiße. Ich glaube, ich weiß, was ich gemacht habe, aber du willst es nicht wissen. Wieder. Scheiße, ist was falsch. Ich hab was falsch. Ich bin auf den Knopf gekommen, hab alle Felder Weizen drauf gemacht. Oh nee. Ja, mach du mal weiter. Mit dem, was du machst, ich mach gerade unsere Felder wieder normal. Normalerweise ja. Ich bin irgendwie auf den scheiß grünen Pfeil gekommen. Aber jetzt müsst's wieder stimmen. Oh, jetzt habe ich eine saugute Idee, was ich mache. Was? Ja, Wachstumsschule, scheiße. Ja, Mann, wahnsinnig ganze Zeit. Ja. Ja, kannst auch einstellen. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Irgendein Feld 8. Nehme ich jetzt mal Feld 8. Feld 8. Hüllertisch, Pappeln, Gras, Zuckerrohr, Klee, Roggen, durchwachsenes Still, was weiß ich. Geh jetzt mal drauf, Mann. Wie sieht die jetzt aus? Das ist irgendeine Blume. Junge, Alter. Ganz ehrlich. Da mit dem Mähwerk durch, aber das hat doch zu schlucken wie sonst was. Ja, geht es nur mit dem Häcksler? Das kannst du bestimmt auch mähen. Ja, scheiße. Geil, da kann man ja die Felder so machen, wie man will. Jetzt probiere ich noch was anderes. Ich habe gerade Elix. Okay, die Scheiße kann man ernsthaft nicht mähen. Ja, und kann doch sein. Schön. Ich bin noch nicht fertig mit meinen Experimenten. Fahren wir mal hoch. Moment. Ha, ich hab mir auch schon Mehlwerk gekauft, das ist halt nichts, gell, also.
Mit was häckselt man das denn? Das häckselt man doch nicht mit normalen Schneidwerk. Warte mal. Stimmt ja. Jetzt fällt mir das wieder ein. Das habe ich ja auch schon gesehen, dass man das damit macht. Ach, leck mich. Stehen geblieben. Ach nee, ich muss dringend ausmachen. Schieben wir das ist hier rum. Oder tauschen wir das doch. Auf dem Mist ist jetzt Weizen drauf, geil. Ja, ich glaube, hier brauchen wir mehr Wasser. Oder? Oh! Was ist? Ich muss aufhören. Warum? Die wollen unbedingt also, Eis essen gehen, ey. Also, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge.